schönsten Hits für die schönste Region Franken. Die große Frage ist natürlich, was ist diesmal anders? Diesmal ist es relativ viel anders. Wir werden uns zu 100% auf Live-Musik konzentrieren. Das Festival wird nur noch ein einziges DJ-Angebot beinhalten. Ansonsten haben wir 100% Live-Bands, die ihre authentischen Dinge spielen werden, und dazu noch 60% regionale Bands. Also wir haben eine Beteiligung und wir konnten so viele Bands aus der Region gewinnen, weil ihnen das Festival auch wirklich am Herzen liegt, wie noch nie zuvor. Das Zweite, was neu dazu kommt, ist, wir werden zahlreiche neue Locations präsentieren. Dann haben wir zum Beispiel dieses Jahr den Main viel stärker mit integriert. Die Mainlände, Stadtstrand, Spinnmühle werden Veranstaltungsorte sein. Wir werden einen Walking Act in dem Bereich spielen lassen, der eine Bindung auch dann darstellt zum Skatepark, der dieses Jahr wieder mit dabei sein wird. Und wir werden noch solche originellen und neuen Veranstaltungsorte dabei haben, wie zum Beispiel vor der Stadtbücherei oder in der Brückenstraße zwischen Bernstein und Weinstube am Museum. Wer wird an Künstlern mit dabei sein? Die alle aufzuzählen fällt immer sehr schwer, ich weiß. Wir freuen uns, dass so viele lokale Künstler, regionale Künstler sich die Zeit nehmen und auch hier dabei sind. Matze Rossi, Signore Matze Rossi, vermutlich im Moment der erfolgreichste Künstler der Region, ist dabei. Wir haben aber auch solche fantastischen Bands wie die Midyards, eine Band aus den 60er Jahren, die sich nochmal zusammensammeln und auftreten werden. Wir haben die Kunstpreisträgerin der Stadt Schweinfurt, Viktoria Semmel, mit ihrer Band dabei, die den Rathaus Innenhof eröffnen werden. Gefolgt von Schweinfurt Liebster der Boy Group, Living Contrast. Also wir werden sehr viele Dinge mit dabei haben und hoffen natürlich auch, dass im Rathaus Innenhof mit Dr. Feelgood eine Band auf die Bühne kommt, die als eine der wohl bekanntesten und besten Showbands der Region hier richtig abräumen wird mit dem Stargast. Zumindest ist er, haben wir gute Hoffnung, dass er kommt, mit Andreas Kümmert. Sie treten häufiger zusammen auf und das ist natürlich nochmal ein gewaltiges Paket. Eine Frage noch, rein organisatorisch. Es gab im letzten Jahr so jede Bühne in einem abgegrenzten Bereich. Da hieß es, man darf die Getränke nicht mit rausnehmen. Das war was, wo einige Leute gesagt haben, das finde ich jetzt nicht so gut. Wird das geändert? Das fanden wir auch nicht gut. Und wird dieses Jahr auch Konsequenzen haben. Wir werden den Bereich neu organisieren, weil es ist ja gerade Sinn und Zweck des Konzeptes, das wir haben, dass nämlich alle mit einem einheitlichen Becher ihre Getränke ausgeschenkt bekommen, damit man entsprechend wandern kann. Warum das an der einen oder anderen Stelle nicht erfolgt ist, das hat uns im Nachhinein auch völlig verblüfft und auch sehr geärgert, weil das ist ein Servicemodul, das für die Gäste selbstverständlich sein soll, wird auch nicht mehr vorkommen. Die schönsten Hits für die schönste Region Franken.